Bang, she shot me one time. Bang, she shot me two times. Bang, 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 she shot me again, but she's gonna be mine. Who can say bang, she shot me one time. Bang, she shot me two times. Bang, 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 she shot me again, but she's gonna be mine. Moin Leute der gepflegten Dosensuche, Kai und ich sind wieder unterwegs und was wir bisher für Dosen gefunden haben, das seht ihr jetzt. Na, schon was gefunden? Ich sehe doch schon was. Na? Ein geübtes Kescherauge sieht doch da einen Baumstamm, der da ein bisschen künstlich hingelegt ist. Na, was sagt ihr dazu? Das sieht doch unnatürlich aus, aber wahrscheinlich liegt er ja so. Maus. Tierisch digital. Würde ich mal das nennen, ne? Mäuschen. Mäuschen. Ja, sehr gut. Aber anstelle der Kugel haben wir hier einen fast schon Nano-Cache. Warte, lass mich mal fokussieren. Ja. Ein Obi-Hörnchen drin. Obi. Na schön. Dann darf er jetzt einmal locken. Gibt ja auch ein Stück. Super, und dann sehen wir uns jetzt beim nächsten. Cache Nummer 2. Wieder mal ländlich unterwegs, auf so einem Feld hier. Das heiß beliebte Kescher-Versteck, ein Baum, haben wir auch hier. Und da liegt ein Stein. Ist er denn? Ist er aber easy unterwegs heute. Guck mal, das ist so eine Einwegkamera. Wir haben hier lauter technische Dinge heute. Der Kescher hat sich gedacht, schade, ist voll, ne? Wir haben hier eine alte Fotokamera. Ja, da wird sich dann gelockt und weiter geht's zum nächsten Cache. So langsam wird es auch schon Nacht. Die Sonne ist jetzt so allmählich untergegangen. Aber wir nutzen auch die Gunst der Stunde. Soll auch wieder ein potenzieller Baum, an dem etwas liegen könnte. Und genau, dann werden wir erstmal schauen. Und ich glaube, wir wissen auch schon, wo er liegt. Sieht gut aus. Das sieht auch schön aus. Ich greife da mal rein. Ja, sehr schön. Sogar extra eine Geocaching-Dose. Ist eine extra Geocaching-Dose, ne? Ja, den kannst du bestellen. Okay. So, lieber Andi, ich glaube, also zumindest der und ich weiß nicht, ob die anderen auch von dir waren. Auf jeden Fall liebe Grüße an dieser Stelle für den süßen Cache. Und vielleicht sehen wir uns ja mal bald wieder. Aber jetzt wird erstmal gelockt. Richtig süß gemacht. Handy. Ja. Und wieder das gute alte Obi-Maßband. Das ist hier das ganz Logbuch. Beliebt. Ja, ist aber cool gemacht. Perfekt. Alles klar. So, meine Lieben, wir haben es jetzt Tag 2 unseres Kescher-Wochenendes und wir sind in der Nähe von der Ostsee und ja, das Wetter ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem von gestern. Ich schalte mal einmal raus. Wie man sieht, Schneefall, ganz viel Schnee liegt. Vorhin kamen auch richtig dicke Flocken schon runter. Und genau, wir haben es jetzt noch 10 Kilometer und dann werden wir mal gucken, was das für eine coole Dose ist. Sie hat auf jeden Fall ganz, ganz viele Schleifen und wir lassen uns überraschen und wir sagen bis gleich. Alles gut. Unscheinbar. Man denkt so, ziehen, hoch, runter, geht nicht. Drehen konnte man hier, ne? Aber da habe ich hier reingeguckt in den Schlitz und da ist was zu sehen, so ein kleines Schraube. Schräubchen. Und da hast du hier gezogen und gewackelt. Irgendwie war das schon so ganz lose. Dann musst du den. Plopp. Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall Favoritenpunkt, oder? Hammer. Also mehr geht nicht, oder? Geil. Vor allem, was ist das hier? Ich nicht. So eine fette. Ach so, naja, das ist so eine Reihe von Caches.
Es geht um so einen, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich jetzt auch nicht sagen. Es ist gespoilert. Das ist auf jeden Fall voll der Drache. Ja. Hammer cool, hammer geil. Hammer geil, dann werden wir jetzt erstmal loggen. Das ist ja schon fast ein TB-Hotel. Nee, es ist ein Insektenhotel. Naja. Nein. Ja, ja, geil. Richtig schön. Geil. So, jetzt sind wir ein bisschen in den Wald reingegangen. Und ich finde, der Baum, der sieht schon echt special aus. Special. Also so ein geübtes Kescherauge hat schon so das Gefühl, Oh, da ist doch etwa was im Busch. Mal so einen ähnlichen hatten wir schon mal. Der war auch hier in der Nähe. Ich glaube, da ist er. Wir verlinken euch das Video mal. Wir hatten nämlich schon mal so einen ähnlichen. Ich weiß gar nicht mehr, um welches Video, aber das zeigen wir euch gleich. Ja. Und auf jeden Fall war der von der gleichen Reihe an Caches, glaube ich. Also ich glaube, das ist auch von demselben Owner. Ja, der hat sich arsch viel Tarnnetze gekauft, ne? Ja. Die wir für unseren Cache ja nicht hatten. Ja, wahrscheinlich wird das vielleicht noch besser gewesen. So, man hat sich natürlich vorher informiert, was für ein... Lisa ist hier Codeknacker. Wie hießen die denn nochmal? Von Dark Green Duck, Panzerknacker. Nein, warte mal. Es ist einfach so geil, die kann jetzt nicht. Warte mal, du, ich sag dir den Code. 235. Okay, also irgendwie kriegen wir das Schloss nicht auf. Wir haben zwar den Code, stehen jetzt hier bestimmt schon 10 Minuten und probieren es irgendwie aufzukriegen. Wir haben es auch versucht, ein bisschen warm zu machen und den Code von unten nach oben und von oben nach unten und quer. Aber irgendwie scheint das hier nicht hinzuhauen. Also wir probieren es jetzt noch ein, zwei Mal. Aber wenn nicht, dann tut's mir sorry. Was? Hab's. Wie? Was? Hab's offen. Was hast du gemacht? Jetzt hab ich hier zu. Nein, mach's nochmal auf. Ist wieder offen. Okay. 234 ist der Code. Hä? Ja. Alles klar. In den Hinweisen steht aber was anderes. 234 ist der Code. Hä? Tja, schreib einfach mal einen falschen Hinweis. Macht's schwieriger. So, Stunde der Wahrheit. Jetzt kriegen wir das nicht mehr da. Das musst du ziehen, zur Seite. So. Ja, geil, cool. Ist ja süß. So, ihr Lieben, das war's wieder erstmal von uns für euch. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Und falls ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, dann dürft ihr natürlich auf den roten Abonnier-Button drücken und ein Abo da lassen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, in der nächsten Zeit wieder ein bisschen regelmäßiger zu cachen. Wenn ihr was auch immer für Ideen haben solltet, was wir in unserem nächsten Video eventuell machen könnten, dann schreibt uns das mal gerne in die Kommentare. Wir sind auf jeden Fall für alles offen, sei es ja, Nachtcache oder Multi, noch ein paar Fragezeichen-Cache oder ob wir irgendwas erklären sollen. Schreibt uns mal in die Kommentare, was euch so interessieren würde und dann sind wir schon ganz gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!